Hey guys, ADXsniper, and today I have to win the leg map match. I have to do one pro kill, and I have to win three games in Target Designation mode. So I'm equipped with the TKBD Storm, with the Scar, and with the Moisten Nagant. Let's try to find the leg. And here we go, here we go. Here we go. One guy on the right. Love the Glock. Wow, I can take a lot. That's quite close. Too slow. Where is he? In the container. It looked like a movement, I'm not sure. Yeah, the lake map is indeed a special one. The only thing is, my Glock is running out of shots, and then I have to do those with Ah, yeah. That was cool. Oh, even you see it's even outside.
So let's do some shots. So can barely see him. Shit. Not even a storm. Damn it. Could not see him. Could not see him at all. That's of course a bit depressing. Nope. Just was irritation. Why that? Next time go for the head. Come on, just a little bit. Wow, I clicked the button the same, actually. Cannot believe that. Move on. Reload. Stupid me. Okay, thank you. So I have to go for some more. Not good. My gosh, the reload. Ah, yeah, reload, because that one really took me off. My goodness. And it was on killstreak of 8, nearly storm. Well, try again. He needs 60 long shots. Only 58 to go. Lol. Oh no, oh come on. What a beginning.
not my favorite position here on the left. 27 points only. Now you can say this bad word again. Because you're so weak. Now it's a bit dangerous. Ah. So nobody to see. So the other guy is maybe still aiming, I don't know. Me too slow again. Who's a pro? Well, ah. Not bad. Check the left is free. Why is he just standing there? I mean, I was totally open. But I think I hear somebody. Come a bit back. Come. Another angle. So now I'm a bit scared that the respawn takes place. I don't. Yes. Oh, the left! Facepalm! What the?
Well. Oh my goodness, so many points to go. I clicked the same moment. Can you believe it? So many points. Don't give up. You can do it. Nice, that's a good sign. I knew that he's fast, that's why I did it. Hey, come on, I heard my sound already. What's that? Ah, just did a break. Hallo Manfred. Grüß dich Kai. Ich hoffe, ich störe dich gerade. Nee, alles okay. Gerade im Action bist du oder so? Nee, alles im grünen Bereich. Wie kann ich dir helfen? Bist du zufällig in Kleinpeter? Zu Hause, also nicht in der Stadt. Ja gut, also bist in Litauen. Ja. Ich wollte einfach ganz kurz mal plaudern mit Webseiten. Wenn ich mir eine neue Website kaufe, ja. was müsste ich rechnen? Sag mal, wenn ich was Interessantes habe. Meine ist ein bisschen langweilig und stumpf und schon über 10 Jahre. Frage ist, ja. Was möchtest du? Also du hast ja eigentlich ganz okay, die Website ist ganz okay, nur dass die auf das Handy. Ja. Das heißt, hast du da im Hintergrund kein Content-Management-System oder sowas? Also so, wo du dich einloggst und dann gibst du da Daten ein. Also du gibst dann die Text. Ja, ja. Hast ja, du? Ja, genau. Hast du oder hast das du nicht? Ja, doch, das habe ich ja. Also wir können jederzeit können wir da unsere Website verunstalten. Okay, dann die Frage. Das ist kein Problem, aber das ist einfach langweilig geworden, das Ding, ne? Langweilig und ich muss investieren, das nützt alle nichts. Ich muss auf dem Markt bleiben, interessant bleiben, ne? Aber dann sind es ja meistens die Inhalte, würde ich mal so sagen. Dann sind es doch die Inhalte, die... Die Inhalte, die wichtig sind. Natürlich, klar, logisch. Aber wenn ich da zum Beispiel mal jetzt irgendwie was blinken haben möchte oder irgendwas summeln haben möchte oder was bewegen möchte, dann ist das nicht möglich. Ich muss da sich eine neue Website anschaffen. Ist das richtig oder ist das nee, Quatsch? Nee, das ist Quatsch. Du kannst Quatsch, eigentlich... Also, wie gesagt, man kann das alles nicht so pauschal sagen. Man muss wirklich schon reingucken. In das System, was benutzt ihr da im Hintergrund? Ist das gut? Ist das vor allen Dingen sicher? Damals habe ich die bei so einem ganz energischen Betrieb gekauft, bei Profis. Hier bei uns sind gleich wieder Profis heißen die, ne? Ah, die heißen und, richtig so, okay. Ja, die sind so energisch, weißt du, und dann wollen die uns gleich eine Website verkaufen für zigtausend Euro und sowas, alles im Scheiß. Wir suchen einfach nur ein paar Doofe, ne? Naja, so ein bisschen doof bin ich auch, gibst du. Aber. Ja, genau. Die muss sich ja auch lohnen.
Ach, sowas, na gut, aber. Ja, ja, sowas gefällt mir Daumen hoch. Aber wir haben zum Beispiel auch kein Facebook, haben wir auch nicht. Ne? Brauchst du auch nicht. Also, obwohl, vielleicht doch, ich weiß nicht, aber guck mal, die einzelnen. Also, ich benutze auch kein Facebook mehr. Ich benutze es nicht. Ich habe es einmal benutzt. Das ist auch Quatsch, ne? Was würde das kosten, sagen wir, wenn man jetzt eine komplett neue Seite erstellt? Also eine komplette. Das ist dann. Da muss man einen Plan machen, was man braucht. Und dann kann zum Beispiel, wenn ich das machen sollte, dann kann ich dir sagen, wie lange ich für alles brauche jeweils. Und danach kann ich dir dann einen Preis nennen. Aber so pauschal. Hast du denn Zeit, mal bei uns ins Büro zu schauen? Heute vielleicht nicht, aber demnächst, ja, klar. Ich bin übernächste Woche wieder da. Ach, du bist gar nicht da? Nächste Woche bin ich komplett Baltikum. Nee, nächste Woche bin ich nicht da. Aber das macht nichts. Hier ist die Vitalia und die Laura, die beiden, die wissen Bescheid, die wissen, was sie haben wollen. Also ich bin nachher. Ich fahre nachher so und so die Kleinen vom Kindergarten holen. Ich kann ja mal eine halbe Stunde vorher bei dir vorbeischauen, wenn du möchtest. Ja, das wäre klasse. Weil ich bin bis um 17 Uhr. 17, 18, also 17 Uhr ist offiziell das Büro geöffnet. Und du bist auch da jetzt die ganze Zeit bis 17 Uhr? Ja. Okay, dann komme ich vielleicht vorbei. Also ich verspreche es noch nicht, aber ich bemühe mich. Das wäre klasse. Ja, und ich, vor allem, ich muss unbedingt wissen, was du benutzt und was du brauchst, vor allen Dingen. Ja, okay. Weil dann, erst dann lässt sich das festmachen. Okay, alles klar. Dann wahrscheinlich bis so, ich sag mal so gegen 3 wahrscheinlich. Ja, klasse. 3, 4. Okay. Dann bis bei dir. Jo, danke dir. Ciao. Tschüss. So guys, just got a phone call here. Ah, still 200 to go. This one guy should get me. Ah, I knew it. Somewhere over the rainbow. Oh, that was not so good. Where is this guy coming from again? Ah, maybe he got respawned. I can't believe I messed that up. Hmm. 200 points to go. My goodness. Only 4 minutes left. Ooh. Oh. Ich let's stay here. It's a nice position.
There was another one. We're in the lake, maybe we should stop doing those long shots. Well, I hit him in the arm. Hey, I clicked the button. I clicked the button, definitely. Shit. Ah, damn it. Now I'm giving him all the points he needs. But well, actually, I did the same as well, so it's nothing. So, now it's our turn, I would say. No, here we go, baby. No. Oh, that's really close to the other one. No. Can you just change the weapon? No, it's wrong way. Yes! The last one was the best one. That was a perfect shot. Oh, lucky me. Lovely. And the last shot, this blind one, that was the perfect shot. The perfect shot. Lovely. Did it. Thanks for watching, guys. That was ADXsniper.